Ah, verdammt, buffen wollte ich. Dass ich mich aber auch nicht dran erinnere. So, Professor, stell ich jetzt aber den Finger auf die H-Taste. Auf die Lebensenergie-Taste. Ach, scheiße. Komm. Ach, herrje. Also, wenn es so weitergeht, haben wir spätestens bei den stärkeren Gegnern ein richtiges Problem. Chen. Unser Team ist auch schon fast voll. 5 haben wir. 8 ist, glaube ich, die Maximalgrenze. Da bleibt nicht mehr viel über. Und einen Kampfmagier wollten wir ja mal haben. Weil die Seelenlanze zum Beispiel, das weiß ich aus Erfahrung, die macht gut Damage. Zwar langsam, aber... Oh, holla die Waldfee. Das sind ja nicht selten One-Hit-One-Kill-Treffer. Oder zu Deutsch, ein Schlag, ein Toter. Auch bekannt als Bitch Slap. Bitch. Ach ey, ich trau mich fast nicht, da lang zu gehen. Ja, auf den Nebenwegen lauert ja in der Regel immer die größte Gefahr. Und wir zappen direkt in den Nattenrest. In den Nattenrest zappen wir rein. Nicht in den Rattennest, sondern in den Nattenrest. Einen verzauberten Hammer. Na gut, gerade auf V soll ich das überrascht werden. 19 bis 29. 3 bis 5 Brandschadenpunkte. 19 bis 29. Entschuldigung. Aber nö. Aber Stärke 13, das könnten wir mal an einen von den Gentlemen da abdrücken. Was hat der? 19 bis 29. 18 bis 22. Na, hallo. 18 bis 22. 16 bis 21, komm her. So. Ja, perfekt. Die dünne Haube, die taugt, glaube ich, nicht wirklich. Nö. Aber ich nehme sie jetzt mal mit. Ich meine, sobald sie anfängt zu zerstören und sie den Platz wegzunehmen für andere Gegenstände, können wir sie immer noch wegschmeißen. Ach, verdammt, geht der Zwerg schon wieder fast down. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, in meinen Let's Plays nicht zu fluchen. Oh Mann, wo sind meine Prinzipien nur hin? Tuch, Gold. Bogen, Gold, Gold. Komm ich noch voll. Bin mal wieder voll und drück einfach auf Z. Aber ein Amulett hat die Dame hier aufgesammelt. 7 Gesundheitspunkte, ja, kann man nicht meckern. Der hat 12 Gesundheitspunkte, da kann man auch nicht meckern. Sogar noch weniger als bei 7. Ah, verkehrte Taste. Moment, doch, richtige Taste, aber Inventar muss ich vorher wegklicken. Ansonsten erscheint nämlich hier sämtliche Inventars nebeneinander. Das finde ich etwas unübersichtlich. Ach ja. Einmal im Kreis. Gut. Geht's wohl hier lang. Nein, nein, nein. Mir fällt gerade was ein, was ich eigentlich machen wollte. Lassen wir die da hinten mal. Obwohl, gehen wir noch ein bisschen heran und schauen den zu, während ich das mache, was ich machen wollte. Ach, es ist ja schon fertig. Schade. Buffen wollte ich mal wieder. Hat keinen bestimmten Grund. Einfach nur, weil es so ein bisschen Spaß macht. Es entspannt mich. Zu wissen, dass wir nicht bei jedem Treffer drauf gehen werden. So, wieder auf heilende Hände und knöpfen uns mal dieses Würmchen davor. Ja, die Herausforderung war es, das Würmchen jetzt nicht. Aber ich glaube, ich muss gerade nochmal auf Stumm schalten, sorry.
Halleluja. Erwähnte ich schon, dass mich dieser Hust nochmal umbringt? Boah. Lederstiefel 1? Nee. Brauchen wir nicht 13, 23? Nein. Wir brauchen hierfür Stärke 17. Dauert noch etwas. Hier Stärke 18 dauert noch sowieso. Ja, dann schauen wir mal, was uns da vorne erwartet. Oder Weggabelung. Nee, doch nicht. Das sind nur zwei Treppen. Zwei verschiedene. Komm, hauen wir drauf. Und den Finger wieder auf die H-Taste. Den Finger wieder auf die H-Taste. Und ganz faul auf Z. Ach, und auch von diesen Skorpionen sind da welche da. Boah. Geht das mal so ein Rappel, wenn die da unten, wenn die nach schlagartig die Lebensenergie fällt. Aber meistens ist der Set ja relativ fix beim Heilen. Nur hin und wieder eben nicht schnell genug und dann hämmer ich nämlich gerne, wenn ich sehe, aha, hier blinkt's, dann hämmer ich gerne auf die Leertaste, sprich auf die Pause-Taste. Und ja, aber bis das passiert ist, ist der Betreffende meistens wieder geheilt. Deswegen erscheint das vielleicht dem nicht ahnen oder dem nicht über meine Vorgehensweisen informierten Zuschauer als etwas sinnloses Tastengehämmere. Hat jedoch in meinem, zumindest in meinem Gehirn, in meinem etwas verworrenen Denkkanälen, durchaus einen Sinn. Da, zum Beispiel, diesmal habe ich es erwischt. Und er ist gerade im Angriff, deswegen kann ich auf H hämmern, so viel ich will. Doch hier unten drauf drücken. Der säuft nicht. Ach, herrje, so ist es. Schnell drauf, schnell alle. Nein, alle. Und so. Nee, wir müssen die platt machen. Wenn wir da auf der Plattform jetzt einfach stehen bleiben und nochmal rüberschwingen, machen die uns da, erschießen die uns da von hinten so halt, ne? So, ich drücke jetzt die H-Taste in einem Intervall von etwa 2 pro Sekunde. Wechsel gerade zum Zwerg rüber. Und sag ihm, dass der Depp sich gefälligst hier draufstellen soll. So. Und da kommt er. Ziehen wir uns mal wieder zurück, dass wir hier hinten irgendwo bleiben. Genau, der Einzige, der wirklich zurückziehen sollte, rennt natürlich nach vorne. Aber das kennt man ja mittlerweile. Ist er schon da? Ist er schon da? Ja, der ist 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir sind vollzählig. Wir können weiter. Durch die Timing-Aktion erwarten uns alleine in dem Dungeon jetzt noch ein paar Mal. Ein dornbewehrter Strike Colbin. Hatten wir so auf dem Kasten. Stärke 17, zu mir hoch. Ach komm, verteil mal deinen ganzen Ballast. Was sind die alle? Die sind alle voll. Das ist ja nicht zu glauben. Denn allen Inventar ist voll. Dann schmeiß ich jetzt gerade mal so ein bisschen Ballast hier weg. 4, warte mal, was ist das? Du hast 2 hier. Nee. Du kannst sie noch gar nicht
Ach, Stärke 15. Ja, ach so, ein Müll aber auch. Aber hier den ganzen Wiedererwecken. Ahaha, Nummer 4 Wiedererwecken. Der bleibt nämlich hier. Der hier, der hier, der hier. Stärke 5. Stärke 15. Das ist unfair. Weil die ganzen Müllwaffen, der ganze Müll hier kommt jetzt erstmal nach weg und so. Weil das brauchen wir nicht, das ist nichts wert. Nimmt nur Platz weg.